Wir haben nicht nur Gene, also die DNA von unseren Eltern geerbt, sondern wir haben auch ihre Weltansichten, ihre Glaubenssysteme, ihre Tragödien, die sich in ihrem Leben abspielten, ihre Lebensgeschichten von Mangel, von nie gefundener Liebe, von ewigen Kämpfen, von verlorenen Vermögen. Ja, also das sind alles Familienthemen. Und wir bringen außerdem Geschichten aus unseren vorherigen Leben mit. Also der Mechanismus der unsichtbaren Welt ist sehr komplex. Doch der Schlüssel für uns ist die Fähigkeit, Liebe auszuüben. Denk daran, dass was die Scham heilt, ist die Liebe der Mutter. Und erlaube es dir. Und denn wenn sie das tut, dann heilst du diese Scham und die Furcht lebt nicht länger mehr inne. So wirst du furchtlos. Furcht ist die Abwesenheit von Liebe. Furcht ist die Abwesenheit von Liebe. Wir können die Furcht nicht heilen. Wir können sie nur durch die Liebe ersetzen. Und diese Liebe ist die Liebe der Mutter, diese göttliche Mutter, dieser weibliche Aspekt des Göttlichen, was du bist. Ja, es fließt durch dich und erlaubt es dir, Wunder zu erschaffen. Nicht nur in der unsichtbaren Welt, sondern auch in der sichtbaren Welt. Es erlaubt es dir, in den Garten Eden zurückzukehren und zum Erdenhüter zu werden und in Schönheit des Gartens ohne Feinde zu leben. Weder in dieser Welt noch in der nächsten. Die alten Alchemisten sagten, wie oben, so unten. Wenn wir das in einen zeitgenössischeren Kontext bringen, dann würden wir vom Quantenfeld sprechen. Heute wissen wir, dass nur 4% des Universums sichtbar und wissenschaftlich messbar sind. Die restlichen 96% bezeichnen wir als dunkle Energie oder dunkle Materie. Das ist die unsichtbare Komponente der Natur. Und demnach leben wir unsere Leben in nur 4 bis 5% der Realität. Der Rest befindet sich im Quantenfeld. In diesem einheitlichen Feld, dessen Teil wir alle sind, und innerhalb dieses Feldes haben wir unser eigenes Energiefeld. Und obwohl wir Teil dieses Feldes sind, in dem wir wahrlich vereint sind, haben wir dennoch unser eigenes Energiefeld. Und das persönliche Energiefeld wird durch Geschichten, Dramen und Traumata in unserem Leben geformt, aber auch durch Geschichten, Dramen und Traumata unserer Familien. Wir haben nicht nur Gene, also die DNA von unseren Eltern geerbt, sondern wir haben auch ihre Weltansichten, ihre Glaubenssysteme, ihre Tragödien, die sich in ihrem Leben abspielten, ihre Lebensgeschichten von Mangel, von nie gefundener Liebe, von ewigen Kämpfen, von verlorenen Vermögen. Ja, also das sind alles Familienthemen. Und wir bringen außerdem Geschichten aus unseren vorherigen Leben mit. All das ist in unserem persönlichen Energiefeld kodiert. Und das sind unsere Dramen, die wir leben. Doch in dem größeren Feld der Menschheit, denn die Menschheit hat ihr eigenes Quantenfeld. Und dieses größere Feld der Menschheit nannte Carl Gustav Jung das Kollektiv Unbewusste. Und das ist die gesamte Geschichte der Menschheit. Das Heroische, die mutigen Taten, Mitgefühl, Liebe, Güte. Ja, aber auch natürlich all die Schrecken und der Schmerz, den wir uns gegenseitig als Menschheit zugefügt haben. Also, das ist die Schönheit in Carl Gustav Jungs Arbeit. Er hat es geschafft, diese Archetypen zu definieren, diese Urtypen, die im sogenannten Quantenfeld existieren, das er als das kollektive Unbewusste bezeichnete, das wir persönlich erfahren können. Auf der Ebene des Feldes hast du zum Beispiel den Archetyp Mutter. Doch jeder von uns hat eine eigene Mutter, die anders ist als die Mutter eines anderen. Also das ist ein Phänomen, das innerhalb des Feldes stattfindet. Und abhängig von den Prägungen und Informationen, die wir im Feld bewahren,
organisiert sich die Verbindung zu den Archetypen innerhalb des Quantenfeldes. Also es findet immer ein Dialog statt, eine Kommunikation. Die Griechen glaubten, dass menschliche Leben von Göttern geschrieben waren. Also sie sagten quasi dasselbe. Ganz egal, welche persönlichen Geschichten wir erleben, es sind Spiegelungen oder Schatten von den großen Themen aller Zeiten. Manche sind miserabel, die meisten sind fürchterlich, die meisten beinhalten Leid, wenige sind glorreich. Die Schamanen wussten es, ohne die Sprache der Physik zu kennen, auch ohne die griechische Göttersprache. Sie verstanden, dass wenn wir unser Feld lehren könnten, wenn wir die Informationen unserem eigenen Feld verbessern könnten, dass wir uns dann mit dem Engelsreich verbinden könnten, mit dem göttlichen Reich, dass wir gottähnlich werden und wirken könnten. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere jetzt unbedingt diesen Kanal, denn schon bald findest du hier den nächsten Beitrag von einem deiner Top-Mentoren.